Also so geht es nicht hier, das ist unmöglich hier. Hallo Borkheide, hallo Welt, der Lutze hier, der Matze kommt nicht mehr, hat er gesagt, der hat die Schnauze voll. Ich habe den ganzen Juni nicht gesehen, ich weiß nicht, ob der jetzt so an der Flasche hängt oder so. Aber, ach guck an, zwei Videos hat er geschickt. Und schwupps, haben wir Beelitz hinter uns gelassen und sind in Mecklenburg, Vorpommern, im Wildpark MV. Und ich hoffe mal, dass der Elektrozaun hier auch funktioniert und der Wolf da hinten auch da schön bleibt, wo er ist. Aber Wölfe sind ja ungefährlich. Von daher, und in einem Wildpark ist natürlich alles so gemacht, dass man da auch durchlaufen kann und sich alles angucken kann. Wildpark MV, kleine Empfehlung Richtung Rostock bei Güstrow. Tschüss von hier. Ja, Rätselbilder, wo war ich, wo bin ich, wo treibe ich mich schon wieder rum? Rumtreibermodus, es wird Sommer, die Sonne schien gestern noch, heute ein bisschen bewölkt, beste Zeit von der Radtour. Und natürlich hat es mich heute in den Baumwipfelfahrt nach Beelitz-Hallstätten gezogen. Einmal die ganzen neu gebauten Sachen angucken. Man kommt ja in der Nähe eigentlich viel zu selten rum. Deswegen Urlaub nutzen, Rumtreibermodus an. Hier erstmal viele Grüße aus Beelitz-Hallstätten. Nicht zu den alten Mann. Naja, könnt ruhig mal selber wieder vorbeikommen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ja! Alter! Mecker nicht rum hier! Söldners! Ach, da bist du ja. Wo warst du den ganzen Juni? Ich hab Urlaub. Wie so. Urlaub? Was ist das denn? Kann man das essen? Urlaub? Dritte Woche schon jetzt. 3 Wochen Urlaub? Ja, und treib mich nur wieder überall rum, wie man gesehen hat. Wie viele Wochen hast du jetzt noch? 12? Ja, für die nächsten Jahre bestimmt. Also, hallo Borkheide nochmal, hallo Welt. Uhu. Da ist er doch. Ja, kannst du ja nicht alleine lassen hier. Kommt ja nur, ich sag jetzt so, sitzt so unerträglich dran. Bei der Affenhitze, muss ich mal sagen. Wir schließen jetzt den Juni ab, oder? Wir schießen jetzt den Juni ab. Ja, weil gestern war Sommeranfang. Jawohl, und die längste Nacht. Und die längste Nacht des Tages. Der längste Tag der Nacht. Der kürzeste. Ja. Nee, der längste Tag, die kürzeste Nacht. Was auch immer. Aber jedenfalls ist so heute schon viel dunkler gewesen. Nennen wir es Sommersonnenwende. Ja, so ist es. Aber ist ja auch viel passiert die letzte Zeit, ne? Ja, ein bisschen war was los gewesen. Deswegen wollen wir mal heute den Juni runterbrechen. Mal gucken, was so war. Wir fangen einfach an mit Sportverein. 30 Jahre... Sportverein Borkheide BSV 90. Endlich konnte gefeiert werden. Waren eine Menge Kinder da, Erwachsene? Ja, du siehst ja hier im Hintergrund, wo das Video hier läuft mit Ansprache und Begrüßung und Ehrung und Vorstellung der ehemaligen Vereinsvorsitzenden. War ja auch noch mit dabei. Genau. Und die ganzen Abteilungen haben sich vorgestellt. Bis hin zu einem Gottschalk-Konzert noch am Ende. Und die Feuershow, wo dann auch noch. Genau, ganz zum Schluss kamen die Fireflies mit einer Feuershow. Ja, die Akustik war nicht ganz so doll, von den Lautsprechern war ein bisschen dumpf, deswegen haben wir den Ton hier nicht so richtig drin von den Jungs bei der Ansage. Aber ich denke mal, das kann man verschmerzen. Beim nächsten Mal haben sie bestimmt eine bessere Anlage. Das war so ein bisschen so schwer zu verstehen gewesen. So. Und das nächste Kurzschlusskonzert übrigens am 9.7. im Waldbad Borkheide. Und wir waren natürlich auch da gewesen auf dem Sportplatz, aber zwischendurch waren wir auch mal nicht da und da waren wir bei in Altborg gewesen mit Fahrrädern. Matze, du kannst Fahrrad fahren, habe ich gesehen. Ja, auch mit Kopf nach hinten, aber das seht ihr hier selber. Herzlich willkommen hier zur fröhlichen Landpartie-Ausfahrt von Borkheide nach Altborg. Wir werden jetzt mal gucken, was in Altborg heute alles so los ist. Wenn ich mich hier nicht gleich hinpacke, weil ich immer nach hinten statt nach vorne gucke. Lutze ist hinter der Kamera und hält die ganz schön fest, das ist ganz toll. So, wir sehen uns dann hoffentlich gesund und munter. Wo sind wir denn jetzt hier, Matze? Wir
Wir sind hier in Altburg, das ist der Gegenteil von Neuburg. Nach 3 Stunden sind wir angekommen. Ja, und hier gibt es Schweine. Hier, Schweine. Ach nee, das ist ja Milli, Moment. Aber guck mal da, guck mal hier. Ja, ja, so ein kleiner Stinker. Ist denn das für ein süßer Hund? Und jetzt sehen wir mal bei Ingo, ob er mal einen ausgibt, wa? Ja. Jetzt habe ich erwischt. Guck mal, wer hier ist. Wer ist? Ja. Hallo. Der sieht so groß aus, ist er aber gar nicht. Der ist nicht so. Das ist der Ingo. Ja. Ja, da draußen. Das, was wir draußen gesehen haben, die kleinen zwei waren Kühe gewesen, oder? Auch. Ja. Nee, bei dir werden es zu Kühe. Ja. Was machst du heute? Heute machen wir ein bisschen Landwirtschaft. Die Hof ist schön voll. Heute war auch noch Eröffnung von dem offiziellen Eröffnung von dem Landrat. Hier bei dir? Ja, der Herr Köhler war heute bei uns. So, ach so? Ja, sehr schön gewesen. Ist der schon wieder weg? Der ist schon wieder weg. Ich meine, gibt es Essen zu trinken? Essen zu trinken haben wir immer. Matze kommt schon wieder. Matze hat Schwein, ja? Lehren. Aber jetzt habe ich das bezahlt, ich blöd Mann, ich wollte den ausheben lassen. Ja. So. Und du? Und du hast dann haben wir Pommes Marco. Kamera drin. Warte. Ja, Pommes Marco. Da sind meine Jungs. Ja, die haben eine schöne. Ja. Die haben eine schöne Sojanka drin in ihr Links. Kokos. Das ist mein Bruder. Das ist Pommes Marco. Das ist Pommes Marco. Der hat auch keine Schuhe. Der kriegt so wenig Geld. Ja, haben wir wenig. Ja? Dann haben wir da hinten Brühpolnisch und Bockwurst noch in der Kanone. Die Mädels, unsere wunderschönen Landfrauen-Mädels, die machen Krebs und Waffeln. Ja. Wir haben den Kuchenstand von den Landfrauen. Ganz hinten sind noch zwei ganz entzückende Kollegen von mir, die machen Schweinefleisch. Ja. Aus dem Backofen, Rindfleisch aus dem Backofen. Wenn du noch weitergehst, haben wir eine Ferkelverlosung, Spargelsuppe, Bowle, Bierwagen. Eine Ferkelverlosung? Ja, und hinten haben wir noch für die Kinder, wenn ihr jetzt hier so durchschlängert. Ah, ja, ich sehe. Da haben wir eine Hüpfko, da haben wir Spielgeräte, alles bei. Hä? Und Milch gibt es hier auch da? Vorne an der Milchkanne, gleich wo du reinkommen musst. Ja, da ist eine Milchkanne. Ja, gleich nochmal gucken. Genau, da kannst du eine Milchcocktail. Genau. So gut, das muss ich erstmal kurz kochen. Nee, wird schon gut. Wieder. Ja, ich hab Papa Kaplik erwischt. Ja. Der lungert hier auch rum. Ja, Musik, ja. Ich noch nicht. Nein, das ist alles für die Gäste. Da muss man wieder rum. Caro, du bist jetzt im Fernsehen. Ja, toll. Ich bin mal Unterschrift. Den lieben wir doch. Und der liebe Marcel ist auch hier, weil er nichts zu tun hat. Am Wochenende arbeitet der nie. Na, auch in der Woche nicht. Nicht ach, so wie du. Ich habe mir bei dir so ein bisschen abgeguckt. Ja, so. Bei mir ist das anders. Arbeitest du immer oder was? Hier arbeitet immer. Und hier haben wir die Ortsgruppe. Nee. Altburg? Ja. Euren Bärbel. Ja, aber nicht so dicht, das sieht man hier im Pickel. Lecker. Sehr lecker. Merkt die Zunge raus. Das hat er halbe Stunde. Oh, danke. Guck mal, ich habe Schnapsglas voll Sektkohl. Und wir sind sogar unfallfrei bis nach Hause gekommen. Also zurück zum Sportplatz. Ja gut, wir haben ja nicht viel getrunken da. Wir sind dann wieder zum Sportplatz gegangen und haben uns weiter den... Man hat es doch gesehen. Ein Bier und ein Sekt, ne? Hat man. Mhm. Jo, dann war dieses schöne Event zu Ende und dann wurde es warm. Und zwar richtig warm. Und zwar so warm, dass wir gleich wieder mit riesengroßen Waldbränden zu kämpfen hatten. Ich glaube, das gibt keinen, der das nicht mitbekommen hat. In Treuenbrietzen, Großbrand. Schon wieder die drei Dörfer, Klausdorf, Ronsdorf und Tiefenbrunn. Und dann natürlich ziemlich dicht hier bei uns dran, Beelitz, Heilstätten, ja. Sedin, die Ecke. Da haben wir eigentlich ziemlich Glück gehabt, dass es nicht hier rübergezogen ist. Ja, wir hatten auch noch viel mehr Glück, dass es dann am Montag geregnet hat, weil sonst wäre es noch richtig haarig geworden. Das ist richtig. Danke fürs Wetter, kann man nur sagen. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat immer das Gefühl, dass es genauso wie beim letzten Mal losgegangen ist und sich da noch nicht sehr viel geändert hat in der Vorbereitung. Wobei ich glaube, die Bundeswehr war diesmal schneller dabei bei der ganzen Aktion. Genau, die waren relativ schnell auch mit Hubschraubern vor Ort. Da musste man nicht lange betteln, offensichtlich. Polizei und Feuerwehr mit Hubschraubern vor Ort.
Aber es war doch, ich finde es ganz schön groß, ganz schön krisig so. Es war ja ziemlich dicht an Beelitz ran, da wurden schon die ersten evakuiert dort. Vielleicht sollte man sich doch nicht nur auf die Ehrenamtlichen verlassen, die hinterher losrennen müssen, wenn es brennt, sondern vielleicht sollte man jetzt doch auch mal das Geld in die Hand nehmen und auch mal diese Munitionsbergung in diesen Gebieten durchführen. Und nicht sagen, kostet Geld, machen wir nicht, weil so legt man das alles auf die Ehrenämter um. Die dann, jedenfalls vielen Dank an die Feuerwehr, Damen und Herren, genau. Mädels und Jungs, die da Katastrophenschutz nicht vergessen. Bei der Hitze hier ordentlich unterwegs waren und dafür gesorgt haben, dass wir hier halbwegs sicher die Hitzeschlacht unter anderem im Waldbad ertragen konnten. Ja, zwischendurch hatten wir auch noch, wir haben einen neuen Amtswehrführer übrigens. Ja? Und der kommt sogar aus Brockheide. Nein. Doch, der Mike Wiede. Hier kann man im Video sehen die feierliche Ernennung. Mhm. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Wir möchten heute einen Kameraden der Amtswehr zum Amtswehrführer ernennen. Bestellungsurkunde. Mike Wiede, Freiwillige Feuerwehr des Amtes Brück, wird gemäß § 4 der Tätigkeitsverordnung Freiwillige Feuerwehr mit Wirkung vom 01.06.2022, also ab morgen, für die Dauer von 6 Jahren zum Amtsverführer der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Brück bestellt. Und Wasser kennst du dich aus? Ja, du bist für deine Frau, das ist entschieden. Ja, ja. Die Zeit, die du jetzt so aufgehört hast. Komm. Gut. Herzlichen Glückwunsch, lieber Mike. Das freut mich natürlich, dass du Amtswehrführer geworden bist. Viel Erfolg in der neuen Berufung. Mhm. Und wir wünschen dir, dass du nicht ganz so viel zu tun hast. Das ging auch gleich gut los. Ja, leider. Ja. Ging es auch gut los. Aber natürlich auch für unseren neuen Landrat, der hat sich da scheinbar echt wacker geschlagen bei dem Thema. Ja. Waldbad Hitzeschlacht. Boah, ein heftiges Wochenende letztes. Ich war zum Glück nicht da. Nee. Aber ja, täglich so 800 bis 850 Besucher im Waldbad ist schon eine ordentliche Zahl. Soweit ist alles gut über die Runden gegangen, habe ich so gehört. Was natürlich bei uns im Moment noch nebenbei ankam, das haben wir auch schon mal als Text bei Facebook reingeschrieben, dass quasi so ein Wettbewerb losgetreten ist, wer am besten ins Waldbad über den Zaun einsteigen kann. Ey, Leute, macht das nicht. Das ist doof. Ein Jahresticket für ein Kind kostet 25 Euro. Das Ganze durch 4 Monate teilen, das sind 6 Euro im Monat. Durch 30 Tage sind 20 Cent am Tag, um da baden gehen zu können. Ich weiß nicht, wie sozialverträglich wir noch unsere Preise gestalten sollen, dass man so einen Blödsinn nicht macht. Und einmal erwischt 40 Euro. Einmal erwischt 40 Euro und die Rettungsschwimmer sind jetzt auch drauf angesetzt, dass sie so eine Sachen auch genauer anschauen und auch mal Kartenkontrolle machen. Wer also im Bad ohne Karte erwischt wird, dem droht quasi das Gleiche. Keine Karte im Bad, heißt also kein Eintritt gezahlt, dann können auch die 40 Euro sofort fällig werden, inklusive eines Verweises vom Bad. So ist es. Anzeigen kann man natürlich auch noch machen, aber wir erst mal gucken, was passiert und wie sich das jetzt so gibt. Ja, es wollen ja immer ein paar Mutige sein, die dann auch versuchen, mal nachts über den Zaun zu steigen, weil sie ja unbedingt mal zeigen müssen, was sie drauf haben. Da machen wir dann eine eigene Videoshow immer zum Saisonende. Genau. Ihr werdet nämlich gefilmt heimlich, wollte ich euch nur sagen. Wir wissen, wer es war. Ihr könnt euch auch freiwillig zum Arbeitseinsatz melden. Ja. So. Aber das war das. Sommeranfang hatten wir. Ferien sind auch bald demnächst übrigens. 7.7. Am 7.7. Ja, Sommerferien. Notenschluss war jetzt auch, glaube ich, schon. Also jetzt passiert auch nicht mehr viel. Und so wie es aussieht, soll es doch so warm bleiben, habe ich gehört. Es bleibt, ich weiß jetzt gar nicht, wann wir die Sendung heute ausstrahlen, aber ja, heute gar nicht. Nein, heute gar nicht, aber die nächsten Tage bleibt es so. Es wird auch wieder waldbrandgefährlich, also bitte beachtet alle Regeln, die nicht dazu führen, dass hier ein Waldbrand durch Dummheit entsteht. Und ja, über Waldbrandgefahrenstufen kann man sich das im Internet auch angucken. Es wird die nächsten Tage garantiert wieder die 5 werden, wenn das hier so bleibt. Vielleicht kommt ja mal noch ein bisschen Regen, aber so viel wird es nicht. Genau. So, dann wollen wir auch nochmal Danke sagen. Und zwar diesmal an die Firma Stoff International für die Unterstützung. Genau. Und, das ist nicht die Mütze auch, aber... Ist das noch zu sehen? Ja. Ja, da oben. Guck mal. Und natürlich auch an die Gemeinde Borkheide, die uns hier wieder... Ach, egal. ...einen Zuwendungsbescheid hat zukommen lassen. Ja, danke an die Gemeinde Borkheide. Danke.
Was? Da muss wir auch, müssen auch, noch abholen. Was? Die Zuwendungen und Zuschüsse dürfen nicht für Verköstigung und Getränke verbraucht werden. Ich wollte dir das jetzt nochmal ganz explizit sagen. Boah, ich wollte damit ins Fliegerheim zum Essen gehen. Nee. Nein, nein, wir werden unsere technische Ausrüstung wieder ein wenig verfeinern. Super. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Wie gesagt, dann wünschen wir natürlich allen schöne Ferien, falls wir uns bis dahin nicht wiedersehen und wiederhören. Wir schauen mal, was da so im Waldbad. Ach, im Waldbad, das ist ja dann wie bei den Heringen wieder da drin. Da stehen die doch alle dicht an dicht da drin. Wir könnten ja auch mal ein paar Heringe einsetzen. Heringe oder so andere Schnappfische? Schnappfische. Schnappschildkröten. Schnappschildkröten ins Waldbad, lieber nicht. Die glauben dann noch, dann schwimmt da eine drin und wir waren's. Es gibt auch Leute, die wollen nicht ins Waldbad. Da kommen sie nie wieder, das ist ja ein Naturbad. Und da schwimmen ja auch manchmal Frösche und sowas rum. Kann passieren. So, Rauchen im Wald ist nicht. Das soll man ja überhaupt nicht machen. Nee, sowieso. Grund, auch im Winter eigentlich nicht. Das ist albern, oder? Rauchen kann man ja sich wieder abgewöhnen. Es ist eigentlich egal. Das war es schon mal wieder. Fürs Erste. Das fällt jetzt nicht mehr ein. Ne? Nee, mir fällt erstmal nicht ein. Wann ist die nächste Veranstaltung? Demnächst im Waldbad, hast du gesagt. Hatte ich schon gesagt. Ja. Am 9.7. Und danach, wenn mich nicht alles täuscht, die Schlager- und Uldi-Nacht ist im August. Ich glaube am 14. Ja. Das ist so der grobe Plan. Aber da melden wir uns im Juli bestimmt nochmal. Ich habe jetzt auch keinen Urlaub mehr, ich bin jetzt wieder da. Du hast doch noch Urlaub. Nee, diese Woche, aber danach nicht mehr. Mhm. Dann ist erstmal Ruhe. Gut, dann gucken wir mal. Vielleicht fällt uns ja noch was ein, vielleicht machen wir nochmal was. Aber wie gesagt, wir lassen das jetzt in der nächsten Zeit so offen laufen. Und dann gucken wir mal, was so kommt über den Sommer. Wir wünschen euch jedenfalls einen schönen Sommer ohne Feuer. Ab und zu ein bisschen Regen. Du wolltest uns übrigens noch ein neues Studio bauen, fällt mir da ein. Ja, kein Geld mehr. Ach so. Ja, ist ja alles teurer geworden, die können nicht liefern. Können die überhaupt noch was liefern irgendwie? Ketten. Lieferketten. Lieferketten. Nee, ich höre nur Lieferketten. Gibt es aber auch nicht mehr. Nee, ach so. Nee. Gut. Keine Ketten mehr, nix. Gut, das war's. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Ja. Matze und Lutze. Und tschüss. Willst du nicht winken nochmal? Ich habe gewunken, aber ich könnte den Film jetzt schneiden. Hat gewunken.